die Ex-Chevy fahren kannst, um wirklich in die Dünen reinzutauchen, reinzufahren. Sind wir hier? Ha? Wüste. Schön, ne? Hey, Snooki, da kannst du viel lecken, das war nicht schon sauber, du. Hm? Jetzt will ich ja auch mal in die Wüste gehen. Das ist hier ein Campingplatz. Wow! Bien! Wow! Tengo Fabio, ven! Ha? Ale! Und da hinten hast du einen Funkturm, ey, ich werd wahnsinnig. Also es ist schon ein ganz irres Gefühl hier zu sein. Ich kann das nicht beschreiben. Du gehst hier wie auf Watte. Wie auf Wolken. Es ist eine trockene Hitze und die kühlt. Fantastisch. Einfach gut. Guck, guck. Hi. Na? Stunde mit unserem Tonka hier angekommen. Ich würde sagen, dass das hier eine Oase ist. Wir sind 10 Kilometer vom Rand der Sahara weg,
im Inneren der Sahara. Ich habe geguckt, 600 Meter über Normal Null und 30 Grad im Schatten. Gemessen habe ich das, da habe ich meine Temperaturfühle außen. Und dann noch was Interessantes, das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe mich schon gewundert, warum das alles hier ummauert ist. Und dann bin ich mal hier an die Mauer gegangen, das sind mal so knapp 20 Meter. So, an die Seite. So, jetzt passt mal auf. Da. Da ist Wüste. Da ist die Wüste schon. Alles Wüste. Ist schon beeindruckend, ne? Ich singe aber nicht so. Sehr schön. Und die Vorspeise für das Abendessen. Ah. Ist ein bisschen dunkel hier. Unser Abendessen für heute. Jetzt aber, bevor es kalt wird.